Okay. Du, ich verstehe den Satz nicht. Oder die Sätze nicht. Mein Opa liebte seine Chiffren. Okay, hier ist das hier. Wie man das entschlüsselt. Okay, okay. Dann sprechen wir mal kurz mit Brüderchen. Er schläft ja im Baby. Keine große Überraschung, denke ich. Aber gestern sehr betrunken. Hey, Zeit zum Aufstehen. Hm? Oh, du bist wieder da. Super. Moment, was? Alles okay? Wie geht es dir? Es fühlt sich an, als hätte die Explosion in meinem Kopf stattgefunden. Trink etwas Wasser. Ist was Fettiges. Irks, daran will ich gar nicht denken. Was ist passiert? Du kannst später schlafen. Was ist gestern passiert? Ich glaube, es ist was explodiert. Waren wir das? Wir nicht. Ein angeblicher Verbündeter. Jemand, der viel mehr zu wissen scheint, als er verrät. Und der andere Absichten hat, als Menschen zu beschützen. Aha, hm. Okay. Du hast gesagt, ich bin zurück. War ich weg? Warst du nicht? Bist du ein Ninja? Was? Nein, bist du sicher, dass ich nicht da drüben geschlafen habe? Ich habe dich nicht gesehen, als ich aus dem Bad kam. Würde ich mich nicht daran erinnern, wenn ich nach all dem Unsinn gestern wieder rausgegangen wäre? Ach, mein Kopf schmerzt mir verrückt, wenn ich versuche, daran zu denken. Okay, wir sind rausgegangen. Du siehst nicht gut aus. Alles okay. Schlaf gut. Ich muss mir über ein paar Dinge klar werden. Schlaf gut, schon dabei. Ich war weg. Irgendetwas ist zwischen unserer Rückkehr und meinem Aufwachen jetzt passiert. Ich sollte etwas anderes probieren. JB sagt, ich war nicht hier und mein Kopf schmerzt wie verrückt, wenn ich daran denke, die Wohnung zu verlassen. Das muss ein Auslöser für eine Erinnerung sein. Hm, diese Zigarette. Schnüff, schnüff. Voll süß, dieses Schnüff, schnüff. Opa, ich vertraue darauf, dass du mich nicht postum vergiften wirst. Konzentriere dich auf das Weggehen. Denke an die Tür. Denke an die letzte Nacht. Schnüff, schnüff. Süße Schmerzlinderung. Mein Kopf wird wieder klar. Ein Klopfen an der Tür. JB war noch im Badezimmer. Und wie ein Vollidiot habe ich einfach die Tür geöffnet. Ich erinnere eine Gestalt. Er kam mir bekannt vor. Neues Objekt erhalten. Ein mir bekannter Mann, aber warum war er mir vertraut und warum war er hier? Sieht ein bisschen aus wie der Typ, den wir getroffen hatten, den wir auch im Traum gesehen haben. Hm. Mit Verdingstrich? Ich glaube, die hängen nicht miteinander zusammen. Ha. Weiß ich es auch nicht. Können wir jetzt rausgehen? Ich denke, ich sollte zuerst herausfinden, was zum Teufel mit mir passiert ist, nachdem wir gestern nach Hause gekommen sind. Ein Rätsel nach dem anderen, sonst wird mein ohnehin schon schmerzender Kopf definitiv explodieren. Na gut. Ich muss etwas damit kombinieren, um jemanden anzurufen. Aha. Kombinieren wir mal den Typen mit allem, was geht. Was anderes können wir eh nicht machen. Das ging nicht. Wen soll ich anrufen? Ach so. Ihn kann sie jetzt auch nicht anrufen, ne? Hä? Ich alles mit dem Buch? Bin ein bisschen... Oh! Ach so, das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Das auch. Die Sachen hatte ich auch schon alle kombiniert, ne? Ich glaube, es hat etwas mit dem hier zu tun, aber ich weiß nicht was. Ich teste einfach alles durch. Was? Was stand da gerade? Irgendwas? Irgendetwas ist zwischen unserer Rückkehr und meinem Aufwachen jetzt passiert.
nicht. Ein Klopfen an der Tür, TB war noch im Badezimmer. Und hier in Vollidiot habe ich einfach die Tür geöffnet. Ich erinnere mich an einen Gestand, der kam mir bekannt vor. Das war der Typ. Ich konzentriere mich auf das weiße Pulver, den weißen Staub, den Sumpfgeruch und dann... Aha, schnüff, schnüff. Ah, es ist, als ob die Kopfschmerzen jetzt in Watte gehüllt sind. Tut weniger weh. Ich glaube, ich erinnere mich. Nicht an alles, aber an einen Teil. Eine Hand, das Pulver. Jemand hat es mir direkt ins Gesicht geblasen. Das Zeug kam also doch nicht aus dem Brief. Ich wurde von jemandem unter Drogen gesetzt. Aha. Ich wurde von jemandem unter Drogen gesetzt. Na, von ihm wahrscheinlich. Okay, Konzentration. Der Mann war mir vertraut. Und warum? Oh. Es war derselbe Mann, der uns zu Hilfe kam. Ja, ich musste mit ihm gehen. Er war wichtig, sagte er. Es war wichtig, sagte er. Aber er wollte mir nicht sagen, wohin wir gehen würden. Aber da wäre dann noch jemand. Noch jemand? Den kennen wir noch nicht. Ich sollte zu einer geheimnisvollen Person gehen. Wer war diese Person? Nochmal schnüffeln? Verdammt. Egal wie sehr ich versuche, mich zu konzentrieren, es wird nicht klarer. Moment. Ich erinnere mich, dass ich etwas in meine Tasche gesteckt habe. Mal sehen. Es sieht aus wie eine Visitenkarte. Auf der einen Seite steht eine Nummer. Und auf der anderen Seite steht MAP. Ist das ein Name oder eine Organisation? Ist das derjenige, der mich entführt hat? Und für wen arbeitet mein angeblicher Verbündeter? Alles deutet auf den Fall hin, an dem mein Opa gearbeitet hat. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss weitermachen. Okay. Was ist passiert? Wer ist dieser Map und was will er? Eine Visitenkarte mit einer Nummer und den Initialen MAP. Wollen wir anrufen? Ich würde sagen, wir rufen an. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Vielleicht im Notizbuch? Nein, schade. Okay, dann hier. Ich könnte diese Leute anrufen, aber was würde ich sagen? Ich weiß auch nicht, wie ich zurückgekommen bin. Will nicht. Will nicht. Was mache ich mit den Sachen jetzt? Die Nummer hat sie schon irgendwo gesehen. Er schläft wie ein Baby. Okay. Ich muss mir ein paar Dinge klar werden. Schlaf gut. Schon dabei. Hier hatten wir jetzt nichts Neues, ne? Nee. Und hier gab es nur das? Ich glaube, JB kann seinen Rausch alleine ausschlafen. Es ist Zeit loszuziehen und zu sehen, was diesmal explodiert. Bei all den verschwundenen Erinnerungen und so hoffe ich, dass es nicht mein Kopf ist. Oh Mann. Also wir haben hier, können wir nicht hin, nur dahin. Okay, dann machen wir das mal. Da bin ich. Das überwucherte Ding dort ist das Fundament des sogenannten Ehrentempels. Die Notiz auf der Karte erwähnte begraben und vergessen, also muss ich ein paar Nazi-Gräber ausheben? Oh, klingt nicht so toll. Was ist hier im Busch? Da ist etwas unter dem Gestrüpp und Moos. Aber es ist zu viel Gestrüpp. Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr als meine bloßen Hände, um sie zu entfernen. Aber wir haben nichts, ne? Wir haben hier den Mann, da noch eine Frau. Sprechen wir erstmal mit der Frau. Anscheinend hat sich Dorothea schon von letzter Nacht erholt. Hey Dorothea, freut mich zu sehen, dass es dir gut geht. Mich auch. Hast du die Schützen erschossen? Nein, ich habe aber zwei von ihnen umgehauen und dann ist alles explodiert. Klasse. Warte mal, ich muss mich kurz vernünftig hinsetzen. Ein bisschen hier. So, was hat sie vor? Hängst du hier regelmäßig ab? Nein, ich warte auf ein paar schräge Musikfreundinnen von der Uni. Während ich warte, plane ich den perfekten Mord. Was? Wer ist die glückliche Person? Das Piep da drüben zündet Kerzen für die ursprünglichen Piep an. Ah, also wenn es soweit ist, habe ich nichts gesehen. Danke, du bist in Ordnung.
JB geht's übrigens auch gut. Ja, das dachte ich mir. Er hat nicht aufgehört, mir Kotz-Emojis zu schicken. Wir sehen uns. Bis später. Das können wir uns jetzt auch ansehen. Hier steht, dass 1933 zwei Tempel gebaut wurden. Sie enthielten 11 Sarkophage mit den 11 Männern, die während Hitlers gescheiterten Putsch gestorben waren. Die Nazis verehrten sie als Märtyrer. Und nach dem Kerl mit den Kerzen dort zu urteilen, tun das einige immer noch. Die Tempel wurden zerstört, die Fundamente wurden wegen der Vögel und Pflanzen, die sich darauf ansiedelten, stehen gelassen. Okay. Na toll, und ich hatte gehofft, dass alle Nazis, die ich heute finden würde, tot sind. Es ist nicht ein bisschen früh für Kerzen? Es ist nie zu früh, um Respekt zu zollen. Was machst du mit diesen Kerzen? Natürlich die Toten ehren. Sie sind im Kampf für das höhere Gut gefallen, wahre deutsche Helden. Jemand muss ein Zeichen setzen, dass ihre Taten nicht vergessen werden. Uff, ich lasse mir besser nicht anmerken, was ich denke oder vorhabe. Wenn es hier wirklich etwas zu finden gibt, will ich nicht, dass er davon erfährt. Vielleicht kann ich an seine kranke Ideologie appellieren und ihn weglocken. Ein ausländischer Mann belästigt eine Frau. Und sie lassen immer noch mehr Ungeziefer wie ihn in unser Land. Das ist einfach nur traurig. Wenn eine Frau nicht auf sich selbst aufpassen kann, sollte sie nicht alleine ausgehen. Aber dir kann so etwas nicht passieren, oder? Du siehst stark und geschmeidig aus. Breite Hüften, um viele Piep-Nachkommen zu gebären. Danke. Wow, ist das unangenehm. Diskutieren. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber wir versuchen es. Wenn ich ihn auf meine Seite ziehe oder ihn zur Vernunft bringe, kann ich ihn vielleicht überzeugen zu gehen. Körperbau bewundern, Kommentar zum Shirt. Streite mit ihm. Kommentar zum Shirt? Ich mag dein Shirt. Danke, das sind die Besten. Schade, dass sie sich von der Bühne zurückgezogen haben. Auf jeden Fall viel zu früh. Fummeln? Zusammen anhören. Hä? Vielleicht können wir sie uns mal zusammen anhören und in den guten alten Zeiten schwelgen. Klar, warum nicht? Sag mir einfach wann, hm? War das jetzt? Kann ich nicht sagen, jetzt? Jetzt, wo wir befreundet sind, können wir ja gehen und etwas unternehmen. Gemeinsam. Es tut mir leid, aber meine Pflicht gegenüber unseren gefallenen Helden ist wichtiger. Aber ich kann dich heute Abend abholen, Süße. Was machst du mit diesen Kerzen? Ja, das hatten wir schon. Also hier komme ich nicht weiter, ne? Mit den Kerzen. Mit dem Gebüsch. Brauche noch was anderes, um das halt zu lösen. Können wir hier noch was haben? Nichts Neues. Und mit ihr? Aha, Nazi-los sein. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ich lasse nichts explodieren. Darum geht es auch nicht. Wahrscheinlich. Ich muss mir etwas in der Nähe des Fundaments ansehen. Dein zukünftiges Opfer da drüben. Er ist im Weg. Ist das eine abtrünnige Polizistin und gequälte Geniepsychologin Double Feature? Wir werden ihn nicht ermorden. Spielverderberin. Hast du eine Idee, wie ich ihn loswerden kann? Hast du versucht, einen freundlichen Meinungsaustausch mit ihm zu haben? Ja, mache nur Spaß, versuche ihn zu vergiften. Oder führe ihn hierher und wir können ihn gemeinsam überfallen. Das könnte klappen. Und ich habe ein Taschenmesser bei mir. Es gibt keinen besonderen Grund, warum ich dir das erzähle. Das Taschenmesser? Du hast ein Taschenmesser erwähnt? Willst du den Nazi abstechen? Das hatte ich eigentlich nicht vor, aber jetzt, wo du es erwähnst... Nein, ich brauche tatsächlich für weniger blutrünstige Zwecke. Schade, ich würde gerne eine mysteriöse Messerstecherei untersuchen, für die es keinerlei Zeugen gibt. Aber hier, hast du es. Oh, Autsche. Gut, wir sehen uns. Bis später. Können wir das Messer? Das Taschenmesser habe ich von Dorothea geliehen. Es hat mehrere nützliche Werkzeuge. Können wir das irgendwie benutzen? Um die Büsche zu entfernen? Kann man hier nicht, ne? Ja.
Ich brauche wahrscheinlich noch was anderes hier. Du schon wieder, kannst wohl nicht wegbleiben, was? Schlag ihn? Nein, ich schlag ihn nicht, Kerzen. Soll ich ihn schlagen? Ich will ihn nicht schlagen. Das wäre ein bisschen dumm. Wir sehen uns, wann immer du willst. Huch, was ist jetzt los? Okay, hat nicht funktioniert. Soll ich ihn einfach schlagen? Ich schlag ihn jetzt einfach. Mal sehen, ob du mit diesen Muskeln auch etwas anfangen kannst. Ups. Du hast ohne mich angefangen. Also musste ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Ich habe das erst übersehen, sorry. Kannst du einen Krankenwagen rufen? Bumm, dreht. Hallo? Was machst du denn da? Oha. Dorothea. Du hast keine Ahnung, wie gut sich das anfühlt. Gerechtigkeit. Er ist schon am Boden. Bah. Okay, okay. Du willst doch nicht wegen dieses Piep in Schwierigkeiten geraten. Und kannst du einen Krankenwagen rufen? Sag ihnen, dass du einen ohnmächtigen Mann gefunden hast. Warte, wo gehst du hin? Da gibt es ein paar Dinge, die ich untersuchen muss. Erst die seltsamen Fragen, die Explosion, jetzt siehst du dir Ruinen an. Ich finde es toll, dass du wieder etwas was machst, aber hast du dir überlegt? Was überlegt? Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein bisschen viel? Du hast gerade einen bewusstlosen Mann getreten. Halt mir keinen Vortrag über ein bisschen viel. Okay, aber GB und ich machen uns ein wenig Sorgen, weißt du? Mir geht's gut. Aber ich muss gehen. Pass gut auf dich auf, Judith. Und behalte das Taschenmesser. Klingt, als würdest du es brauchen. Okay, wir haben hier noch die Kerze. Dieser Typ und seine Piepkerzen. Den Mist räume ich besser weg. Diese Lichter sind woanders besser aufgehoben. Okay, wir haben jetzt die Kerze. Wir können sie wegschneiden. Sehr gut. Schnipp, schnipp, schnipp. Ah, wann hören diese Kopfschmerzen endlich auf? Was ist das? Also gut, mal sehen, was da unten ist. Das sieht ein bisschen aus wie einer dieser Luftschutzbunker, die man überall in München findet. Aber dafür ist er nicht tief genug. Was ist das für ein Ort? Oh, verdammt. Warum kommt es mir alles so bekannt vor? War sie schon hier? Hier gibt es sonst nichts, ne? Nur die Leiter. Können wir noch was kombinieren mit der Kerze? Das bringt genug Licht ins Dunkle. Okay, ich muss den Tunnel folgen und sehen, wohin er führt. Was ist denn das? Das muss es sein. Mal sehen. Was ist das für ein Raum? Eine Art Bunkerbüro? Ich habe gelesen, dass es unter allen Gebäuden, die die Nazis gebaut haben, Tunnels geben soll. Ich wusste aber nicht, dass das so schön aussehende Salons umfasst. Okay. Wir haben hier eine sehr unauffällige Kiste. Ich sehe schon so komische Bilder. Wir haben die aus Ägypten geklaut oder so. Hier aus Bali. Hier irgendwie noch eine Buddha-Statue. Was ist denn los, ey? Ich weiß, Kunst ist subjektiv, aber das würde JB wahrscheinlich mögen. Mir fängt der Kopf an, weh zu tun, wenn ich es nur ansehe. Ich glaube, ich habe diesen Stil schon mal irgendwo gesehen. Wahrscheinlich gibt es einen schicken Namen dafür, den ich nicht kenne. Oh, okay. Was ist das? Es muss hier drei Bilder gegeben haben. Vielleicht waren die anderen beiden schöner als das, was noch übrig ist. Also haben wir hier... Das ist Joachim von Ribbentrop, bekanntlich einer der kriecherischsten Nazi-Kriecher. Die andere Person sieht aber überhaupt nicht wie ein Nazi aus oder entspannt. Aber wenn es Beweise dafür gäbe, dass ich einem Nazi die Hand geschüttelt habe, würde ich sie auch verstecken. Oder besser noch, sie vernichten. Okay. Ich erinnere mich, dass ich mich selbst gesehen habe. Verdammt, schon wieder diese Kopfschmerzen. Ich erinnere mich an den Mann vom Oktoberfest. Charlie heißt er, glaube ich. Oh, wir haben einen Namen. Und dieser andere Mann? Eine Stimme.
Sie sagte mir, dass ich nichts wüsste. Ich wäre es nicht würdig, dass man mich einweiht.